Hallo und herzlich willkommen zu einer Runde DC Universe Online. Und wir machen mal weiter mit unserem Charakter. Wo waren wir eigentlich stehen geblieben dort? Weißt du noch einer? Hab's vergessen, obwohl es gestern erst war. Ja. Ich habe heute irgendwie ein bisschen Internetprobleme. Okay. Ach ja, genau. Wir hätten hier die Queste doch angenommen. So. Ach, das und das. Erkundungstour. Ich bin Jack Ryder und du liegst falsch. Wieso? Weil du glaubst, dass das Böse nur in einer Dimension existiert. Hallo? Und was ist mit Brainiac? Aber er ist nicht die einzige Bedrohung. Irgendwo jenseits deiner Vorstellungskraft lebt der Dämon Trigon. Und er hat vier Augen und spitze Zähne und gewaltige Hörner. Und er kommt hierher, um die Erde in eine Hölle zu verwandeln. Und er wird seine Tochter Raven dazu benutzen. Du hältst mich für verrückt? Du liegst falsch. Okay. Die Wissenschaftspolizei kümmert sich um Superschurken, die die Sicherheit von Metropolis gefährden, wenn Superman und die anderen Helden anderweitig beschäftigt sind. Notiz an mich. Sie davon in Kenntnis setzen, dass auch Booster Gold zum Schutz von Metropolis zur Verfügung steht, wenn Superman nicht da ist. Oder auch, um ihm zu helfen, wenn er hier ist. Okay. Dann, das war ja jetzt die Quest. Ach, da ist mal das Tagebuch. Gut. Aber schon mal schon. Da ist noch nicht fertig. Suche den Haupteingang. Wissenschaftspolizei. Okay. Zum Haupteingang. Wo ist denn der Haupteingang? Ach, da leuchtet der ja schon. Das Hauptquartier der Wissenschaftspolizei, auch 8. Revier genannt, ist speziell für den Umgang mit Schurken mit Superkräften ausgerüstet und verfügt über spezielle Arrestzellen zur kurzzeitigen Verwahrung, bis die Schurken zur endgültigen Inhaftierung nach Strikers Island überführt werden können. Okay. Jetzt. Das war das. Jetzt fliegen wir zum nächsten Punkt. Nächster Punkt. Ja, wie ist das? Hier waren wir doch schon. Innerhalb der Wissenschaftspolizei gibt es eine Spezialeinheit, genannt Squad K. Sie ist dazu da, sich um Superman zu kümmern, falls er je abtrünnig oder zu einer Bedrohung für die Menschheit werden sollte. Diese Informationen sind streng vertraulich und dürfen auf keinen Fall bekannt werden. Das habe ich frei erfunden. Von A bis Z. Squad K, als gäbe es sowas. Klingt eher wie ein Müsli-Riegel. So, jetzt haben wir. Jetzt müssen wir da hin. Wenn ich ein Fragezeichen Geld abholen. Nehmen wir erstmal das Freizeichen ein, denn bei uns das geht noch. Ui. Ob ich bin besoffen. Da.
Einen schönen Sprung nach vorne. Halte mal gedrückt. Untersuche mal. Und fliegen jetzt da lang. Und da war irgendwo das andere Fragezeichen. Ja, okay, ein bisschen weiter oben. Aber da ist es auf dem Dach. Ach Mensch. Und weiter fliegen. Da noch ein Fragezeichen. Dann habe ich jetzt nicht gesehen. Keine Lust, so viel Umwege zu fliegen. Nur ein bisschen Geld zu verdienen. Sieht heute irgendwie ein bisschen nach Regen aus. Ich weiß nicht. Gleich zur Arbeit. Ich hoffe, bis dahin ist es trocken. Boah. Bis dahin wird es nicht regnen. Warte mal. Haben wir den fertig? Müssen wir am Kiosk ran? Okay. Machen wir das mal. So. Die Wissenschaftspolizei zeigt, dass jeder mit Mut und Entschlossenheit sich den Bösen in den Weg stellen kann. Man muss keine Superkräfte haben. Obwohl ich Booster Gold ja finde, es schadet auch nicht. Okay. Haben wir abgeschlossen. Abgeben. Warum kann ich nicht abgeben? Ich möchte haben. So. Beschiss. Das ist er, der Wachturm. Wir haben für euch neue Helden ein wenig nachgerüstet. Green Lantern John Stewart hat die Pläne entworfen. Er ist Architekt. Folge einfach deiner Minikarte und aktiviere die Konsolen. Ich erzähle dir etwas über diesen Ort. Okay. Das ist er, der Wachturm. Wir haben für euch neue Helden ein wenig nachgerüstet. Ach, Green Lantern John Stewart hat die Pläne. Hier ist Oracle. Tolle Neuigkeiten. Deine gute Arbeit hat etwas bewirkt. Du wurdest offiziell in den Wachturm eingeladen. Die Justice League lädt dich nach oben in ihr Satellitenhauptquartier ein. Geh zum nächsten Teleporter. Ich führe dich herum. Jetzt ist da ein X, muss ich ja auch noch hin. Ach. Da war ein Flash gewesen. Da, Teleporter. Schön. Halte mal gedrückt. Nehmen wir den als erstes. Das ist er, der Wachturm. Wir haben für euch neue Helden ein wenig nachgerüstet. Green Lantern John Stewart hat die Pläne entworfen. Er ist Architekt. Folge einfach deiner Minikarte und aktiviere die Konsolen. Ich erzähle dir etwas über diesen Ort.
Da brauche ich heute nicht viel zu erzählen. Das ist der Magieflügel, wo Wonder Womans magische Kräfte mit anderen mystischen Helden wie Captain Marvel und Zatanna, den Amazonen und den Wächtern der Magie zusammentreffen. Wenn du mystische oder magische Ausrüstung brauchst, ist die Händlerkonsole im Magieflügel das Richtige für dich. Hier findest du alles, was für Zauberer von Nutzen ist. Ja gut, dann denke ich, wir machen heute hier den kleinen Rundgang durch den Magierturm, wo ich zu den anderen Gebieten komme. Und ja. Der Wachturm der Justice League wurde speziell entwickelt, damit Helden sich treffen und sich Ausrüstung besorgen können. Aber es ist ein ungeschriebenes Gesetz der JLA, dass du bei den verschiedenen Gruppierungen Ansehen gewinnen musst, bevor du ihre exklusive Ausrüstung kaufen kannst. Unser Ziel ist es, Solidarität mit den Vorhaben der Helden herzustellen. In jedem Flügel des Wachturms gibt es eine eigene Bank. Wayne Enterprises, Queen Industries und andere beteiligen sich an einem Fonds, der heldenhafte Taten belohnt und dir dieses sichere Lager für deine Ausrüstung zur Verfügung stellt. Okay, gut zu wissen. Bis zum nächsten Mal habe ich sowieso wieder alles vergessen. Nee, da nicht rein. Außen rum. Miau. Willkommen beim Zentralknoten des Wachturms. Von hier aus kannst du fast jeden Ort im Wachturm erreichen. Alle drei Flügel, die Postfächer, die Makler, den Monitorraum und den Kriegssaal. Der Wachturm selbst ist von der Erde aus zu sehen und verfügt über zahlreiche Sicherheitsvorkehrungen, um die Society und die Schurken in Schach zu halten. Willkommen im Herz des Wachturms. Hier bestimmt Martian Manhunter unsere globalen Warnmeldungen aus Daten im Monitorraum. Auch Huntress ist hier. Mit Untersuchungen von Question. Gegenüber siehst du die Halle der Helden, von wo aus Batman, Superman und Wonder Woman die Arbeit der League koordinieren. Nur offizielle Mitglieder der Justice League dürfen die Halle betreten. Bin ich nicht ein offizielles Mitglied? Ah, warte mal, wir schauen mal nach unseren Questen. Ich denke mal, wir müssen jetzt hier alles verstecken. So. Wenn du wirklich gegen Verbrechen kämpfen willst, musst du Detektivarbeit leisten. Hinweise öffnen Ermittlungen, Sammlungen und Besprechungen, die beim Kampf für das Gute hilfreich sind. Oracle hat dein Interface sogar so vernetzt, dass du farbige Markierungen siehst, wenn wertvolle Informationen in der Nähe sind. Finde eine davon hier im Wachturm und melde dich dann wieder bei mir. Okay, werden wir machen. Aber erstmal geht der Rundgang, glaube ich, doch weiter. Nee, da nicht lang. Ich war bestimmt falsch. Lass mich rein. Oh, da ist meine Heldin. Meine Wonder Woman. So, dann gehen wir halt hier rein. Ja, auch nicht. Ach Mensch, wie viele Etagen hat das Ding denn hier?
Kane. Richtig gelaufen. Ah, erleichtert. Dies ist der Kriegssaal des Wachturms. Unser topmoderner Trainingsbereich. Sprich mit Beast Boy, wenn du Zutritt zum Simulator erhalten willst, wo du die Aktionen anderer Helden und Schurken trainieren kannst. Ambush Buck kümmert sich um unsere Tresorbeute. Mal als ein Fragezeichen. Gibt da Geld? Yes. Und der Gegenstand. Also nach unten geht's hier nicht. Da muss da oben irgendwo was sein. Nach oben geht's aber auch nicht. Was für ein Verarscher. Was soll ich denn jetzt hier machen? Das anquatschen? Nein. Kann ich da reingehen? Ach, das meinen sie damit. Na dann. Das ist der Reaktorkern des Wachturms. Die Starlabs und Firestorm haben ihn so eingerichtet, dass er den Wachturm mit Energie versorgt. Wenn du sofort ein paar Schurken ausschalten möchtest, findest du hier auch Hawkman und Cyborg. Sie haben die aktuellsten Informationen. Ich brauche keine Informationen. Ich möchte die Quest hier fertig machen. Mal ist ein X, mal ein Pfeil nach unten, mal ein Pfeil nach oben. Können die sich mal einigen hier? Es ist immer schön, durch den Hydrokulturraum zu kommen. Eine kleine grüne Oase in der Mitte dieses gigantischen Satelliten. Hier bewahren wir die Eigenschaften Rekalibrierungsgeräte der Starlabs oder ERGs auf. Möchtest du deine Fähigkeiten neu ausrichten, um deine Stärken weiterzuentwickeln? Sieh dich um. Cool. Ich mir alles merken. Also ich mich kenne, habe ich auch schon wieder nachher vergessen. Was zeigt er jetzt frei nach unten? Das ist bestimmt unten irgendwo hin. Ah, okay. Jetzt verstehe ich. Ich glaube, das hat er auch schon mal gesagt gehabt. Im Hangar des Wachturms befindet sich ein kleiner Teil der Wachturmflotte. Normalerweise hält Flash sich hier auf. Er kann dir Informationen über verschiedene Rennen in aller Welt geben. Ja, ich glaube, ihr habt doch schon mal am Anfang irgendwie gesagt gehabt, feiner unten heißt, wir müssen tiefer, feiner oben heißt, wir müssen höher. Und ja.
das nicht cool aus, wie ich da über den Boden schwebe? Das ist er also. Der Wachturm der Justice League. Du bist jetzt Teil einer langen Heldentradition. Willkommen und mach uns stolz. Ich bin sicher, dass wir bald wieder miteinander sprechen. Oracle Ende. Jo. Ich würde mal sagen, das war hier eine kleine Rundführung. Da wollen wir uns auch schnell was abholen. Abholen. Wieder Scham und der Rauch. Gibt's nicht? Mensch. Antreten. Hab ich jetzt so gekriegt oder wie? Ja, yeah. Jetzt habe ich Quest gekriegt. Oh, ich habe eine 6er Quest. Ich würde mal sagen, das war's für heute. Ich hoffe, euch hat die kleine Rundführung hier gefallen. Die war nicht schlecht. Vor allem bei dem Spiel finde ich das ja immer cool, dass die da immer das vorlesen. Dass man nicht selber lesen muss. Ich bin so lesefaul. Und das, obwohl ich Bücher habe. Oh, naja, die ich noch lesen muss. Naja. Ich hoffe, euch hat die Runde gefallen. Ich würde mich freuen, wenn ihr beim nächsten Mal wieder dabei seid. Bis dahin wünsche ich euch viel Spaß und auf Wiedersehen. Tschüss.